Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia 3. Ich habe mir erstmal das Kickback von unserer netten Dame geholt hier aus unserem Hollow von Cassandra, genau so heißt sie. Und wir werden erstmal jetzt zu den kleinen Nebenauftrag starten, einfach mal mit Donovan mal kurz labern, was bei dem so abgeht. Und dann werden wir uns Richtung Norden begeben und reden dann wahrscheinlich mal mit Burg. Genau. Die haben jetzt auch gerade schon Kickback bekommen, das werden wir vielleicht dann auf dem Weg mitnehmen. Mal gucken. Jo, wir reden erstmal mit Burg. Mal schauen, was er zu sagen hat. Mit Burg, sag ich schon, mit Donovan. Auf wen schießen wir denn? Noch nicht gehört? Wir stehen unmittelbar vor einem Rassenkrieg. Ich habe gesehen, wie du schießt. Ich würde sagen, wir kommen klar. Mit dem Schießprügel bin ich Wild Bill Hickok. Sag mal, wie kommt der Padre damit klar? Also, mit dem blutigen Pfad der Rache, auf den du dich begeben hast. Immer noch nicht glücklich darüber. Er hält dich für den Teufel. Weißt du, ich habe mir seine Dienstakte angesehen. Nur die Ruhe war reine Neugier. Er war Sanitäter, hatte aber bei Klimbach mit dem 614-Bataillon einen Kampfeinsatz. Soll 2 Panzer der Krauts abgeschossen haben, zusätzlich zu den 16 Leuten, die er abgeknallt hat. Ziemlich viel Blut für einen, der Priester werden will. Das war was anderes, das war im Krieg. Und das hier nicht? Ich sag ja bloß, den Krieg haben wir nicht gewonnen, weil wir Bedenken hatten, die Gefühle von jemandem zu verletzen, sondern weil wir die Krauts und die Japsen in die Steinzeit zurückgebombt haben. Das sollte der Padre mal lieber nicht vergessen. Ja, vielleicht. Ich melde mich später. Du bist doch nicht immer noch sauer, dass ich den Padre ausspioniert habe, oder? Jetzt sag nicht, dass du nicht mal ein bisschen neugierig warst. Nee, also ich bin nicht sauer. Gehört einfach dazu, aber wir kannten das ja schon ein bisschen. Pater hat uns das Ganze schon erzählt. Wir werden es trotzdem jetzt mal Richtung Burg begeben. Dafür, weil es gerade so gut gepasst hat, werden wir einmal schnell mit dem Pater reden. Vater James, genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und jetzt sind wir auch schon hier angekommen beim Pater. Schauen wir mal kurz bei ihm vorbei und mal gucken, was er zu sagen hat zu dem Ganzen. Ich kann es kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze, Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten, weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das... Ist ja nicht so, dass er nicht recht hätte, also... Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Ja, er will einfach nur das Beste für uns. Aber leider geht es nicht immer so, wie man das Ganze geplant hat. Und hier können wir in die Kirche gehen. Nein, wir wollen nicht in die Kirche. Es gibt schon, glaube ich, einen kleinen Geheimgang sogar hier in der Kirche. Oder unter der Kirche. Dafür müssen wir, glaube ich, einmal in den Garten gehen. Und dann gibt es hier, glaube ich, irgendwo eine Möglichkeit, darunter zu gehen. Also was heißt wirklich Geheimgang? Ich glaube, es so geheim ist ja nur doch nicht. Wir können jetzt gucken, dass wir hier reingehen. Oder schnappen, genau. Und hier unten. Gibt es so den Gang unter der Kirche entlang. Und wir können jetzt mal gucken. Ja, hier geht's einmal rein. Da kann man dann mit dem Boot dann nicht hier rausfahren und die Kanalisation nutzen. Aber wir werden uns kurz wieder hochbegeben und uns einmal das Elektroteil schnappen. Und dann begeben wir uns dann direkt Richtung Burg.
Bis gleich. So. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Burg aufspüren. Der eine oder andere wird es vielleicht noch wissen. Wir haben ja mal die Bilder gesehen, wo er hier in dem Club war und sich einen übergeben hat. Und hier hält er sich scheinbar immer auf. Bleiben wir gucken, in der Hoffnung. Würde sich auch hier aufhalten. Und schauen wir mal. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Berg. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Leck mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ wie du jemals haben wird, klar. Lederhund, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und ändert sich nie. Wo ist der Schlüssel? Ja. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen drüber reden und ein bisschen unter Druck setzen. Lass aber dich von uns arbeiten, weil wir brauchen ihn dringend. Was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Okay. Was für ein Zuhör, war da eine Baustelle, das direkt wir nutzen könnten. Wir fahren ja erstmal so einfach schnell, weil das am einfachsten immer ist. Immer schön die Löffel anziehen. Ja, wir werden jetzt das Ganze jetzt hier versuchen. Bei Geschwindigkeit ist nämlich am einfachsten. Das Ganze zu halten oder zu driften natürlich. Ja, komm, noch ein kleines Stück, dann haben wir's. So ist es brav, dir Papa. Immer schön die Löffel anziehen. Er feiert auch noch. Ja, dann. Dann wollen wir noch ein bisschen das Ganze. Geil, Tier, Papa. Ja, und damit haben wir es geschafft. Auf mit der Scheiße. Ich brauch dringend was zu saufen. Halt hier an. Und jetzt okay. Raus mit dir aus meinem Auto. Ja gut, schmeißt du mich mit auf die Straße einfach raus. Und gar nichts machen. Bei mir im Laden vorbei, dann reden wir übers Geschäft. Okay, das klingt doch gut. Wir werden uns jetzt mal ein neues Auto schnappen. Und das schaut doch ganz gut aus. Schmeißt ihn mal raus. Und dann reden wir direkt mal mit ihm. Bei ihm zu Hause, auf dem Schrottplatz. Wurde uns direkt auch markiert. Das heißt, wir werden einmal kurz wenden. Und fahren erstmal dahin. Triftig mit Burg. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Erstmal die Musik wieder ausmachen. Leider kann ich euch die leider nicht zeigen. Oder hören lassen, wie auch immer. Und wir sind ja auch gleich da. Wir müssen gucken. Oh, wir sind schon vorbeigefahren. Dann nehmen wir den Vordereingang einfach. Weil das andere wäre sowieso Einbahnstraße gewesen. Genau. Hier geht's rein. Sehr schön. Hier auf dem kann er schon bitte zeigen. Oder sagen, hier gibt es wirklich eine ganz coole Schlacht eigentlich auf dem Schrittplatz. Also die fand ich immer ganz lustig eigentlich. Weil es halt viel Deckungsmöglichkeit gibt und du bist halt sehr gut ausgerüstet dann mit dem Kampf. Weil wir den halt den Feind schon erwarten. Also deswegen. Lasst euch einfach überraschen. Na, schon zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch.
Viel mehr musst du nicht wissen. Du weißt, was ich wissen will, Burke. Streng dich ein bisschen an. Davieri vertickt sein Splow. Über die Sweetwater-Destille. Splow? Pantherpässe. Schädelspalter. Fusel. Billiger Sprit. Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpässe. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Destille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghettifresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie. Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Verrecken soll er. Langsam. Was hat er noch außer der Destille? Naja, er hat noch das alte Robert-Doe-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Burke. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenne sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue. A nation, komm schon, once again. A nation, once again. An island long, a province be. A nation, once again. Naja, ja, Burke ist schon so ein kleiner durchgedrehter Spinner. Aber wir haben jetzt auch weitere Aufträge. Frank hat noch Nebenmissionen. Die finde ich ganz ehrlich total bescheuert, muss ich sagen. Weil die gefallen mir nämlich gar nicht, weil du einfach mitten in der Stadt irgendwann mal Autos zusammensuchen musst für ihn. Und die sind so langweilig. Aber man muss halt trotzdem machen, um einfach sein Kapital zu steigern. Jetzt haben wir endlich auch die Fahrzeuglieferung freigeschalten. Das heißt, wir können ab sofort unsere eigenen Fahrzeuge, glaube ich, anfordern. Hier, wir können ja mal reingucken. Story-Fahrzeuge, das ist einmal mein eigenes Auto. Das können wir uns auch direkt mal angucken. Das ist schon mal auch neu. Das kenne ich selber noch nicht. Interessant, okay. Das haben wir bei Exoten. Genau, den haben wir auch schon freigeschalten. Also interessante Fahrzeuge. Also kam einiges dazu. Nutzfahrzeuge. Genau, den kannte ich schon. Und bei Straßenklassen. Ja, die sind eigentlich auch soweit gleich geblieben. Wir werden uns trotzdem erstmal. Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Meinen eigenen. Und Burke sagt, du bist da die beste. Den Tempelschrifter anfordern. Kann ich nicht machen, Junge. Besitzt. Ja, gut, dann müssen wir das gleich nochmal machen. Wenn wir nicht drin sitzen. Jetzt müsste aber funktionieren. Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Und Burke sagt, du bist da die beste Adresse. Nun, in dieser Hinsicht ist Burke ein verdammtes Genie. Ich mache mich jetzt zu dir auf den Weg. Ja, perfekt. Wir gucken erstmal, Kohle haben wir nicht so viel dabei, das heißt, wir wollen uns nicht wegtun, genauso wie Munition haben wir, glaube ich. Aber das war es nicht. Ich weiß, dass du schätzt. Noch genügend. Aber ich sage erstmal danke. Den können wir auch später im Verlauf des Spiels ein bisschen upgraden. Aber dafür müssen wir ein bisschen nur spielen. Wir werden noch kurz einmal mit der Tochter von Burke reden. Das müsste vielleicht die Tochter sein, wenn ich mich nicht irre. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Bevers geleitet wird. Ein harter Hund. Ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Bevers hier erzählt, wo seine Brennereien sind? Na, er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Eine Karte könnte helfen. Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann. Nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wenn du wissen willst, was Bär was vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Okay, sehr schön. Ich glaube, man kann die Bilder auch genauer angucken. Aber die kann ich leider aus gewissen Gründen leider nicht zeigen. Ich meine, wenn man so ein bisschen Ausschnitte sieht, ja, ist es halt nicht so gut. Für YouTube. So, wir haben jetzt auch einiges schon hier freigeschalten. Wir haben jetzt auch hier mit Custom Autos, mit einem Lieferfahrzeug. Okay.
dir, wenn wir werden uns direkt mal auch gleich mal hinbegeben. Bin ich gespannt, das kenne ich glaube ich auch noch nicht. Also ich habe das glaube ich. Nein, ich bin mir nicht sicher. Werden wir später mal genau mal angucken. Ist was? Das heißt später. Jetzt. Bin gespannt, ob wir den jetzt doch schon tunen können. Und ja, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, man kann den. Ich glaube, da war ich doch schon einmal. Da konnte man glaube ich die Farbe ändern und so weiter. Also ganz cool eigentlich. Die Weißen versuchen uns und unsere Verbündeten zu lynchen, seit wir uns hergebracht haben. Schau mal, wie wir hier reinkommen. Ich glaube, hier können wir direkt reinfahren. Wahrscheinlich haben wir nicht genügend Kohle für sowas zu machen. Aber einfach nur, um zu wissen, dass wir das können, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Oh, das war die falsche Taste. Das ist die richtige Taste gewesen. So. Tuning. Okay, interessant. Wir können... Ah, nur am Design was ändern. Gut, das können wir mal machen. Was gibt's denn so alles? Schaut alles nicht schlecht. Was haben wir hier? Ich glaube, ich nehme den hier. Für den Anfang. Und Auspuff. Exhaust. Gallen haben wir ran. Der schaut natürlich nicht schlecht aus. Der auch. Aber ich glaube, ich werde mich mit den hier entscheiden. Bitte könnt ihr auch mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, falls ihr ein paar Ideen habt, wie ich mein Auto tunen soll. Standardgetriebeunterstützung, Höchstgeschwindigkeit, Getriebeunterstützung. Sehen wir hier den Unterschied? Geschwindigkeit. Ja, wird sich nicht stark ändern, aber im späteren Verlauf können wir automatisch unser Fahrzeug bis upgraden oder wird das, das wird ganz gesteigert auch noch. Da fahren wir über 100 mit dem Teil. Dafür ist halt hier die Beschleunigung besser, ein bisschen. Sind aber nicht viel schneller unterwegs und ich gehe auf Höchstgeschwindigkeit. Dann bauen wir das mal ein. Und das war's auch schon, was wir hier erstmal machen können. Ah ne, Bodykit. Dann schauen wir da noch. So, hauen wir ran. Hier aber leider nichts freigeschalten. Wie können wir denn die freischalten? Steht das irgendwie dran, wie man das freischaltet? Mit dem Freischalten die Streckenrekorde in Hollow Points. Also okay, man muss erstmal ein paar Rennen fahren, um uns dann freizuschalten. Die Lackierung können wir hier auch ändern. Ganz schön, aber das Schwarz war nicht schlecht, muss man sagen. Ich glaube, das ist blau. Nee, das schaut nicht so gut aus. Was können wir denn hier noch so drauf machen? Oder so für Kids? Oh, also richtig amerikanische Muscle Cars draus machen. Den Designs auch noch. Klar, es ist ein Muscle Car. Aber wir können es natürlich richtig anpassen. Mit dem Stil auch noch richtig einen reinhauen. Ja, ich würde nur so Stripes nehmen, ohne Zahlen vielleicht. Also würde ich ganz cool finden. Was ist das? Aufkleber, sieht man nichts. Ich würde mich glaube ich mal für die entscheiden. Man kann die ja jederzeit runter machen natürlich. Ich werde mal gucken, jetzt müsste man auch Scheibentönung. Oh, das ist natürlich geil. Da haben wir erstmal so einen richtigen Limo-Ding rein, dass man halt gar nichts mehr reinsehen kann. Und werden auch mal die Farben anpassen von dem zweiten Farben. Müsste man das auch anpassen können. Wenn ich mich nicht irre. Man konnte das, glaube ich, irgendwo mal. Tja, aktuell weiß ich das nicht. Das heißt, wir werden das erstmal so lassen. Dann können wir auf die Räder eingehen nochmal. Das ist die Standard. Ich würde die Standard erlesen, lassen und vielleicht doch noch andere Felgen draufsetzen. Gut. Sport bleiben wir natürlich. Also ich finde, glaube ich, die ganz schön. Die noch drauf. Ein bisschen Kohle können wir ja ausgeben. Und Indoor-Schattung können wir sogar auch machen. Ich glaube, ich werde da auf Schwarz-Rot gehen. Leider gibt es ja keine richtige Ego-Perspektive, das heißt, wir können das uns nicht genauer angucken. Und das Kennzeichen können wir auch noch anpassen. Link, oh nice. Dann haben wir das mal, es gibt noch einige mehr. Die, okay. Drifter, ja, ich glaube, jetzt haben wir das Drifter drauf. Das finde ich da ganz cool. Also man kann einiges mehr machen. Als ich in Erinnerung habe, ich habe das vielleicht nur einmal gemacht, am Supersportwagen oder den Sportwagen, wo ich mal hatte. Aber da kann man jetzt doch einiges mehr machen. Und wir werden uns jetzt Richtung erstmal zu einer Mission begeben.
Guck mal, was es ausschaut. Belohnung. Schaden machen sich gut. Was haben wir hier noch so? Risiko ist sehr hoch. Guck mal, keine Belohnung. Das heißt, sie werden uns erstmal Richtung zu Debbie geben. Belohnung ist bei keiner wirklich hoch. Weil der ist am höchsten noch. Aber das ist bei dir. Und sehen wir uns gleich wieder. Ich da bin. So, und jetzt versuchen wir mal hier reinzukommen. Ich glaube, wir können direkt mal hier versuchen. Das müsste direkt gehen. Wir werden versuchen, das bei Stealth natürlich wie immer ganz versuchen. Um zu checken, ob alles klappt. Ich hoffe, wir werden es Stealth schaffen. Verbleibende Schaden. 30.000, okay. Gut zu wissen. Wir werden auch erstmal unsere spezielle Sicht nutzen. Hier haben wir zwei Stück. Okay. Wir versuchen uns da gleich mal einen anzulocken. Wenn wir mal hier pfeifen. Sich mit mir anzulegen, Kumpel. In der Hoffnung dreht sich gleich der andere um, das wäre sonst schlecht. Ja, das schaut gut aus. Der andere juckt es gar nicht mehr. Indem wir uns erstmal schnappen. So schön Munition aber direkt bekommen. Heißt, wir looten die gleich noch nebenzu, das ist auch ganz gut. Ah, darfst du es leider nicht sehen. Aber wir können dort hier drüber ziehen, das ist doch sehr gut. So, und das sind die zwei schon mal ausgeschalten. Und wir werden uns jetzt mal wieder ein bisschen Geld schnappen. Mal gucken, dass wir hier hochkommen. Wir müssen in die Richtung, okay? Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Wieso bewegt er sich gar nicht? Wenn erstmal den hierher pfeifen. Das hörte sich verdächtig an. Ja, ich glaube, wir müssen dann noch nochmal zurück. Und dann gehen wir gleich nochmal davor und dann vor uns hier, wenn man sieht, den Schaden noch zu machen. Dann kommen wir erstmal her. Sehr schön. Haben wir wieder einen weiteren ausgeschalten und wir rennen jetzt erstmal schnell vor. Ich springe hier runter. Dann nutzen wir hier den Weg. Gucken wir mal, wie hoch kommen. Ich glaube, außen ist auch eine Leiter. Nämlich, oh, das war gefährlich. Hinter uns ist keiner, gut zu wissen. Wir versuchen mal, die zu umgehen. Oh, das ist schlecht, wenn er uns sieht. Hat aber noch nichts bemerkt. Wir können auch hier bei hinter uns rein. Wir warten mal, bis er zu uns hochkommt. Um ihn dann auszuschalten. Und dann können wir direkt auch hier rein, dann können wir uns die Pläne schnappen. Ein bisschen Schaden machen, dann haben wir auch dann schon wieder hier ab. Ja, komm her. Da war nichts. Doch, da war was. Aber du musst ein bisschen näher kommen, danke. So, und dann gehen wir hier rein. Und gönnen uns mal die Pläne. Sehr schön. Hey, Bruder, alles klar, Mann? Oh, Scheiße. Er hat sich doch nicht aufgelöst. Okay. Wen auch immer meint. Ich glaube, die haben eine Leiche gefunden. Aber wir hätten auch einfach. Ja gut, wir hätten einfach hier durchlaufen können. Aber gut. Mein Gott, das soll schon. Hier haben wir noch einen, den schnappen wir uns davor. So, perfekt. Hat es nicht bemerkt. Dann gehe ich trotzdem mal hier hoch und laufen mal auf die andere Seite rüber. Haben wir hier welche in dem Teil? Aktuell kann ich keine sehen. Da vorne stehen aber ein paar. Aber das sind alles nur normale Mitarbeiter hier. Der Firma. Ja, das müssten Wachposten sein. Ich frage mich, warum der nicht markiert wird. Okay, komisch. Oder sind doch normale Mitarbeiter nur? Ja, dann werde ich das mal hier drauf schießen. Alles klar. Der mehr Schaden können wir hier nicht anrichten. Noch ein kleines Stück da vorne noch weiter. Wenn er mir hier drüber springen würde. Nein. Tut er nicht. Heißt, wir werden schnell selber vorrennen. Und gucken. Noch einmal das kaputt machen. Hier die Kohle mitnehmen.
stimmt doch nicht. Oben haben wir schon mal noch was rumliegen. Das werden wir aber das nächste Mal mitnehmen, weil wir ist nicht das letzte Mal, dass wir hier gewesen sind. Heißt, wir müssen jetzt einen Ausgang suchen. Auch wenn ein bisschen Kohle da wäre. Na, leider kommen wir hier nicht raus. Ist nun leider nur ein Eingang. Kommen wir aus dem Tor hier raus? Nein, leider nicht. Ohne Auto zumindest, um es aufzurammen. Wir werden den mal hier. Ja, nicht mit mir. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo rauskommen wieder. Ja, das ist ein bescheuerter Ausgang. Ah, hier ist ein Ausgang. Sehr schön. So. Und da die Folge jetzt schon ein bisschen länger läuft als normal, werde ich sie auch hier beenden. Und wir werden uns dann gleich dort unten sehen. In der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.